So, willkommen zu einer neuen Folge ISWO Spezial, heute mit einem richtig coolen Video. Wir testen heute mal Salz, da haben wir was ganz Spezielles. Wir haben jetzt hier verschiedene Salze aufgebaut und die werden wir jetzt alle mal nacheinander testen. Wir haben den Hannes dabei. Moin. Da ist der dicke Ramses, moin, der die Essens testet und der Erwin ist auch dabei. Metal, hi, servus. So, moin. So, also Ramses, dann fang doch mal an. Wir haben jetzt hier das erste Salz, das habe ich halt in so einer Schnittlauchdose, weil ich konnte es nicht transportieren. Das ist Jodsalz mit Fluorid. Das ist das erste, das werden wir jetzt testen. Und der Ramses darf jetzt mal bei allem schön auf die Teller was drauf machen. Bei dir auch, ja. Ja klar, ich teste doch mit. Du musst zuerst, wenn du mir sagst, wie viel. Ja, mach einfach Mitte mal drauf. Reicht, ja. Ja, ist okay. Mach einfach mal was drauf, so wie du es dann auch ausschlotzen kannst. Reicht, aber ist viel zu viel. Umso mehr, umso besser. Wieso? Ach so, ja. Also, ja. Kannst du dann immer Fußbodenteppich kehren? So, wer will anfangen? Schnittlauch, gefriergetrocknet. Eigentlich müsstest du es vorkosten, damit wir sehen, dass man es auch essen kann. Ja, okay. Also gut, dann fange ich jetzt mal an. Ich schlotze das jetzt mal ab hier. So, erstes Ding. Also man schmeckt das Fluorid. Oh. Jetzt kommt der Hannes. Bauen wir uns eine Leine. Ja, sehr intensiv auch. Finde ich sehr extrem. Das beißt schon richtig. Das Salz. Okay. Das würde ich zum Beispiel jetzt für Bolognese und sowas hernehmen, das Teil. Oder für Fleischwürzen. Aber jetzt reinlegen. Ja. Was sagt der? Ich muss ja nicht meinen Finger da rein touchen, oder? Ich kann doch bestimmt so auch einfach mit der Zunge. Ich denke mal vorher, ich würde es wahrscheinlich für Pommes nehmen, das Salz. Sag mal gucken. Ja, schmeckt halt salzig. Ich habe jetzt noch keinen Vergleich. Deswegen würde ich wahrscheinlich warten, bis ich ein zweites habe. Okay, was sagt der Erwin dazu? Herr Koch? Okay, also herkömmliches Haushaltssalz auf jeden Fall. So, ich mache da mal hier den Test. Also man schmeckt auf jeden Fall, dass dem Salz irgendwelche Minerale zugeführt wurden. Fluorid ist ja nichts anderes als Mineral. Ja. Ich weiß zwar nicht bis heute, wo man das. Also ich habe gehört, dass es nicht das beste Mineral sei. Ich weiß nicht, warum man das zuführt, wahrscheinlich um Geld zu sparen. Kann man aber sich, ja, einfach ja, von der Herstellung wahrscheinlich her. Also ist halt kristallin, ist halt sehr fein gemahlen auch. Also ich würde das vielleicht maximal, wie er schon sagt, zum Pommes salzen hernehmen, aber vielleicht zum, als Koch, als Nudelwasser, ja. Ist das Salz auf jeden Fall geeignet, aber zu einem guten Stück Fleisch oder okay, wenn du ein billiges, wenn du ein schnelles Gericht machst und kein anderes Salz da ist, kann man das auch hernehmen, um die Würze zu machen, die Würze zu erzielen, aber geschmackliches Highlight ist das halt eben nicht. Also Pökelsalz hätten wir gebraucht. Ja, Pökelsalz. Wäre ganz interessant gewesen, aber das ist einfach ganz normales Haushaltssalz, was jede Mutti und jeder Vati da haben hat, wo er halt mal Nudelwasser wegen Reiswasser zusammenkocht und ja. Das ist meine Meinung dazu. Genau. Das ist kein geschmackliches Highlight, das ist. Deswegen haben wir auch mit dem angefangen. Das ist ja das Erste. So. Ja. Gut. Sind die jetzt schon gerottet? Ja, dem Motto so, von billig zu krass, ja. So wie die Alkoholbiers und mit von wenig zu mehr. Was ich noch sagen muss auf jeden Fall, das Salz hat irgendwie, wenn man das dann im Rachen wirken lässt, hat es auch irgendwie so eine sehr bittere Note. So. Merkt ihr das? Nee. Bitteres Wirksalz. Ja, also, ich glaube, das liegt am Fluorid wahrscheinlich. Ja, ja. Ziemlich herb, ja. Das sind diese Also, ich kann es sowieso nicht abschlotzen, weil es kein geschmackliches Highlight ist. Aber ich würde es den Kakerlaken hergeben oder den Ameisen. Kann man das wieder da reinfüllen in den Teller? Ja, ich hab theoretisch nicht abgeschlotzt. Und Salz ist ja theoretisch auch. Okay, alles klar. Mineralisch auflösend. Okay, das nächste haben wir spanisches Meersalz. Und die Schärfe spanisches Meersalz. Da fangen wir jetzt mal an. Wieder Ramses, du darfst wieder auf allen was drauf tun. Ich muss erstmal bei dir da gucken.
den Rest was du jetzt haben wir alles in die Badewanne. Was da rein? Ja, das reicht ja so ein Häufchen. Bam, 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 bam. Wie reicht der Glocke? Sieht aus wie Parmesankäse oben auf dem Spaghetti oder was? Ja, wie sieht denn der Teller aus? Da bist du ja gar keinen Durchblick. Ja, spanisches Meersalz. Genau. Grob. Ja, grob ist wichtig, deswegen ist auch hier diese Mühle. Ja, also grob. Grob ist immer gut, weil durch die Mühle entfaltet sich das besser. Also das ist meine Meinung als Salztest. Also jetzt kommt Salztest, spanisches Meersalz. Was schöne Kristallartig. Ja. Das geht gut rein. Das ist alles in einem sehr schönen Licht. Ja, ja. Schon meiner Meinung nach besser als das erste auf jeden Fall. Das geht gut runter, schön salzig. Jetzt gucken wir mal, was der Koch dazu sagt. Schöne, strukturierte Kristalle sind das auf jeden Fall. Du musst erst eine Probe ins Labor schicken. Genau, richtig. Die Spannung steigt. So was verlange ich von einem guten Salz eigentlich. Das entfaltet sich gut im Mund. Kristalle sind wunderbar. Und schön, also grob ist es. Ist gut. Gefällt mir. So, jetzt darf der Ramses den Vergleich machen. Ist er jetzt das zweite Salz? Ich muss mal kurz, ich komme mir total überflüssig vor. Er ist der Eisliebhaber. Ach, Scheiße. Er ist der Salzliebhaber. Der isst nur Salz den ganzen Tag hin und her. Die zwei sind die Experten und Köche. Und ich denke nur, Salz ist Salz. Aber vielleicht ändert das zweite ja meine Meinung. Ich würde es wahrscheinlich für Pommes nehmen. Nein, aber was ich deutlich jetzt merke, dass das irgendwie fester ist, kristalliner, ja, müssen wir mal wieder, also das erste war einfach nur wupp und direkt weg. Hier, das hat ein bisschen auch geknirschelt beim drauf rumkauen, also ja. grob, wurde gerade erst gemahlen, finde ich grob, da merke ich ja schon mal einen Unterschied. Und ich fand das erste aber irgendwie aggressiver, das war so, während das irgendwie nicht so aufdringlich war. Also das erste einfach nur Chemie und das zweite, ja, ist besser, sage ich mal. Merkt man den Unterschied. So, und jetzt der zweite Koch. Also auf jeden Fall sehe ich die Reflexionen im Licht gerade an. Die Kristalle reflektieren, die brechen, die strahlen. Also ich bin auf jeden Fall sehr angetan. Allein schon dieser Anblick, der macht mich glücklich. Und jetzt probieren wir das mal, weil es ja Meersalz ist. Ist ja gröber durch die Mühle gemahlen. Sozusagen, schon wie es auf der Packungsbelage drauf steht, dann wär's das. Die Packungsbelage. Auf dem Streuer, auf dem Etikett meine ich. Ja, ist auf jeden Fall angenehmer im Mund. Ist aber auch jetzt nicht das Nonplusultra, ist auf jeden Fall besser von der Qualität her. Kann man auf jeden Fall besser mit arbeiten. Halt, wie es ist gut. Ja, es ist gut, ja. Ich sag ja, es ist gut. Ja, also wie man. Es ist ein gutes Salz, aber es ist nicht perfekt. Mit also, Löffel wird das ja jetzt noch nicht rausnehmen aus der Packung. Also einfach zum Abschmecken von Soßen und Suppen vielleicht. Als Nudelwasser würde ich es jetzt sicher nehmen. Suppen weniger, weil die sind ja sowieso schon von Haus aus schon kräftiger und. Ja, das darfst du nicht vergessen. Ja, wenn natürlich mit Fondue arbeitest oder mit na, Fondue jetzt nicht, aber wenn du eine frisch angesetzte Brühe nimmst, du nimmst ja auch Suppenfleisch her und ja, sowas. Okay. Das ist, und dann das, das ist mir zu kräftig dann. Ja, dann nehme ich lieber was anderes her. Ja, okay. Also mehr für Soßen. Ja, ja. Hm. Für Soßen würde ich es ja nehmen. Ja. Also wunderbar. Das war jetzt schon mal das spanische Meersalz. Jetzt kommen wir hier zu einem Meersalz. Naturbelassen von Aquasale finde ich eigentlich richtig gutes Salz. Das tue ich auch immer eigentlich überall. Das habe ich sogar auf dem Schiff dabei gehabt. Das ist echt nice und deswegen tun wir das jetzt mal testen. Ramses, tu da mal jetzt was drauf. Bestimmt zur Selbstverteidigung, dass du es einem gegen Kopf wirfst, wenn es Ärger gibt. Das afrikanische Höhlensalz, ja, okay, nee, was? Meersalz. Auch wieder grob und naturbelassen. Naturgeblasen, ne, steht das. Also. Du schiebst deinen Teller immer weiter weg, Monsieur. Muss ich mal gucken, ob das wieder so gut funktioniert wie eben. Auch grob aus der Mühle raus. Das ist natürlich wichtig bei einem guten Salz. Wieder Parmesan auf die Nudeln. Brauchst du kein Fitnessstudio mehr? Darf ich mehr. Schon Wasser haben?
Hey, das war, eigentlich müsste man nach jedem Taste erstmal den Mund ausspülen, sonst schmeckt man ja am Ende nur noch Salz. Ja, du darfst aber nicht vergessen, dass das Wasser auch Kohlensäure und Kohlenstoff hat. Stilles Wasser, so. Kohlenstoff, gut. Also gut, jetzt sind wir soweit sind, dann mache ich jetzt mal hier wieder den ersten. Das ist Vergleich mit den anderen. Ja, das hat einen richtig guten Nachgeschmack auch. Weißt du, es ist nicht gleich weg. Ja, es ist ein Favorit von mir einfach. So, gucken wir mal, was der Hannes sagt. Von den Kristallen ist es auf jeden Fall mehr als jetzt bei dem letzten. Auch die Grobheit ist gut. Annehmbar. Vom Geschmack her. Ich muss sagen, sehr, sehr angenehm. Mild. Sehr angenehm. Aber bringt eine gewisse Stärke rein, also ins Essen, würde ich jetzt sagen. Also das ist eins, das was wirklich gut ist. So, mal gucken, was der Ramos dazu sagt, der Pommes. Ja, ich glaube, ich weiß jetzt schon, wie es weitergeht. Ich würde es für Pommes nehmen und der Erwin fürs Nudelwasser. Ja, genau. Teste. Ja, ist ja okay. So, wir gucken mal. Eigentlich wäre es cool gewesen, die Preise auch zu wissen, wenn man weiß, wenn das vielleicht Besseres ist und das ist teurer oder dass man sieht, das Billigere ist trotzdem besser, aber egal, hier komm. Ja, hat mehr Kristalle. War das jetzt, hat es jetzt besser geschmeckt als das davor? Ich finde, wenn du das irgendwo drauf hast, das ist, mir ist es, glaube ich, wahrscheinlich ein bisschen zu grob. Du merkst das zu sehr irgendwie. Also ich merke das zu sehr. Und von dem Salzgeschmack, ich glaube, das davor hat mir besser gefallen, auch eben komplett durch die Konsistenz, sonst was. Das erste war mir zu aufdringlich. Da fehlt mir ein ganz kleines bisschen, was ich beim zweiten hatte. Und das ist mir dafür noch zu hart. Also ansonsten habe ich trotzdem merke ich kaum Unterschied zwischen Salz und Salz und Salz. Also es ist Salz einfach. So, gucken wir mal, was der zweite Koch sagt. Also ich finde es hier auf jeden Fall, dass es deutlich mehr reflektiert und erkennt und schließt jetzt mal daraus, wobei ich jetzt nicht auch so viel Ahnung habe, aber ich schließe dabei einfach raus, dass das Salz mehr Mineralstoffe in sich trägt. Also ich ja, deswegen sind sie auch viel mehr Kristalle. Genau. Deswegen ist viel mehr. Also ich habe das jetzt mal erraten, ich bin jetzt auch nicht der Experte von der Experten so. Ich würde einfach mal probieren so. Wie du schon sagtest, viel milder. Es geht auch leichter runter. Es hat auch einen ganz anderen Geschmack, finde ich. Also es ist nicht zu scharfsalzig, sage ich mal, wie das Fluoridsalz. Es ist aber auch nicht so. Aber in dem Fluoridsalz ist auch viel mehr Chemie drin. Und ja. Also die machen viel mehr Zusätze rein. Da merkst du auch, da verziehst du auch schnell das Gesicht bei dem Fluoridsalz. Grüße an Chemie. Würde also von allen drei Salzen, die wir jetzt hatten, oder von den anderen zwei Vorgängen, würde ich nicht so empfehlen oder selber nicht hernehmen. Ja. Aber für ein gutes Stück Fleisch vielleicht wäre das schon mal eine gute Sache, wenn man halt, ich glaube, das mittelklassigen Preissegment, sag ich mal, weil das ist schon sehr günstig. Ich schätze mal, da kostet ein Kilo, das dürfte ein Kilo kosten. 60 Cent, schätze ich mal, keine Ahnung. Wahrscheinlich. So, schätze ich mal. Und da sind wir vielleicht bei 99 Cent, schätze ich mal. So, ich bin ja auch nicht der Profi, aber ich würde das eher, also wenn ich das war bei 10 Euro oder so. Also, wie gesagt, ich kenne das hier. Glaube ich so mal. Also, ich weiß nicht, bin jetzt auch nicht der F&B-Manager, dies, das. Ich würde einfach sagen, dass ich das, wenn ich ein gutes Salz will, würde ich das schon mal bevorzugt nehmen. Bevorzug einfach mal nehmen, ja. In einem mittelklassigen Preissegment so und dann einfach, das ist halt als Allrounder auf jeden Fall. Aber auch für so mittelklassiges Essen her. Genau. Weil wenn ich mir Lachsfilet brate, würde ich das wahrscheinlich gerne nehmen. Gut, dann kommen wir jetzt zu einem ganz speziellen Salz und zwar Sylter Meersalz grob. Ja, das habe ich, war ein Geschenk von meinem Vater, das müssen wir auf jeden Fall testen. Ist aus Sylt, also direkt oben. Ja, und da machen wir jetzt mal auf die Pulle. Ramses, du darfst. Das ist Kaffeeweißer oder was?
Ja, aber grob, also hallo, mein Freund, also wow, sieht aus wie Schneeflocken, sehr schön, Kokosraspeln, ist wohl, da haben wir jetzt keine Hülle, das tun wir jetzt einfach grob rein, uns reinhauen. Opa, das ist zu viel, ich glaube, davon kannst du es aber mal verteilen. Ist es mal nass geworden? Nee, das ist, die Konsistenz ist so. Ja, Lisbo hat immer feuchte Träume davon. Ach so. Das ist ja, okay. Das reicht ja eigentlich so, ja, da müssen ja nur so ein paar Bämbel drauf und das ist gut. Und dann noch ein paar Bämbel drauf und dann... So, Lisbo, da ist dein Body. So, dann fange ich mal wieder an. Das ist ja... Ah, das hat halt auch einen richtig deftigen Nachgeschmack, dann schmeckt mal richtig das Meer raus. Es ist schon wirklich wahrscheinlich für den normalen Verbraucher ein bisschen zu salzig, sage ich jetzt mal. Für mich als Salzer, ich finde es richtig nice, schön salzig auch, kräftig vor allem, richtig kräftig im Nachgeschmack. So, jetzt gucken wir mal, was der Koch sagt. Schöne, feine Strukturen. Die Kristalle sind sehr aneinanderliegend und auch viele. Und das sagt ja auch schon was über das Salz selber aus, wenn es ja wirklich schöne Struktur hat. Es hat ein leichten und kräftigen Geschmack am Anfang und dann lässt es halt wieder ein bisschen nach, aber es ist gewöhnungsbedürftig, sage ich mal. Das ist einfach gewöhnungsbedürftig, das Teil. Meins wäre es persönlich jetzt nicht, aber naja. Was sagt der Ramses dazu? Ich stelle mir einfach vor, es ist Candice-Zucker, ne? Und deswegen... Versuchen wir es mal reinzuschlotzen, weil hier Kristallin und Lichtbrechung und was weiß ich hier noch Physik draus machen. Ne? Bestes. Bis jetzt das Beste. Aus welchem Grund? Das ist zwar richtig grob an sich, große Teile, aber die lassen sich eigentlich so leicht zermürben. Du brauchst keine Mühle, das machst du selbst einfach mit dem Gesicht. Und es erinnert mich schon fast an Zucker. Ich finde das gar nicht so extrem salzig und brutal. Am Anfang habe ich gedacht, ach, das kannst du auch hier mal in deinen Kaffee reinmachen. Also, wieso nicht? Nee, während die anderen wirklich trotzdem für mich dann intensiver waren, finde ich, dass das Angenehmste war bis jetzt. Vielleicht brauchst du dann eine größere Menge oder irgendwas, weiß ich nicht, aber naja, das doch, sieht cool aus. Das ist was Besonderes. Würde ich jetzt aber nicht auf Pommes machen. Fällt nämlich runter dann, weil es sind ja so Schneeflocken. So, okay, was sagt der zweite Koch dazu? Also, lass uns Kristalline mal weg, lass mal die ganzen Lichtbrechungsanalysen weg. Kannst du dich mal ein Stück weiter rüber, du bist total in der Sonne. Jawohl. So, ja. Mach mal ein Probieren da sozusagen. Also. Erinnert mich auf jeden Fall gleich am Geschmack an das Hagelsalz, was ich in der Ausbildung hatte, wo man auf die Breze tut. Ja. Und das schmeckt nach Hagelsalz. Also Hagelsalz eh generell grobkörniger und meistens auf Brezen gemacht. Also auf jeden Fall, ich würde es nicht im Haushalt als Allrounder hernehmen oder als Nudelwasser oder so. Für mich ist es eher so ein Salz. Das ist erstmal was Besonderes. Hat auch einen sehr runden Geschmack in meinen Augen. Ist schon abgerundet alles und ich würde es eher das Salz für den Fisch hernehmen. Wenn ich Bock habe auf eine fette Forelle, blau oder irgendwas. Oder auf ein richtig geiles Hüftsteak, wo du wirklich dann oben nur so als Garnitur oben drüber gibst und sowas, dann ist es vielleicht gut genug, aber sonst... Also ich würde es jetzt nicht für ein Steak hernehmen, aber wenn du schon sagst, so für ein Hüftstück oder vielleicht meinetwegen auch vom Entrecote oder irgendwas, könnte ich mir vorstellen, aber... Also so auf jeden Fall ein hochwertiges Salz und ist halt was zum Genießen. So, jetzt kommen wir zu einem zweiten speziellen Salz. Das habe ich jetzt nur wieder in dieser gleichen Dinger-Verpackung.
Nämlich vom gleichen Ding. Also das ist Himalaya-Salz, wie man das hier schon erkennen kann, hat das eine andere Farbe als ein normales Salz. Es ist ein bisschen pink. Und das ist auch ein ganz spezielles Salz, extra von den Himalaya-Bergen. Und das ist grob. Und da fängt jetzt mal der Ramses an und tut da mal was drauf. Das wird auch gemahlen oder macht man das ganze Ding auf und frisst es? Nein, nein, das wird auch gemahlen. Das habe ich nur in die Mühle rein. Ja, was tust du denn Teller immer verstellen? Ich bin nicht erst drauf. Das ist jetzt meine Experimenthase. So, das reicht. Hier ganz gemütlich. Schade, dass da die Farbe nicht mit rauskommt. Das siehst du, wenn du ganz genau hinguckst, siehst du das, wenn du da ganz genau hinguckst. Ah, da ist noch ein Splitter vom Glasfenster drauf. Ja, danke, müsst ihr das sehen. Die da reingearbeitet worden sind. So, also, ich fange. Aus wie Musik. Fang mal wieder an hier. Musik schon. Richtig nice. Ja. Ziemlich gutes Salz auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall zu empfehlen. Das ist richtig schön salzig und kräftig. Und ist halt auch was Besonderes. Genau, gucken wir mal, was der Hannes dazu sagt als Koch. Gib mir mal. Ein kräftiger, salziger Geschmack. Ist annehmbar, aber ich würde es auch nicht gerade nicht für jetzt auch nur zur Garnitur oder irgendwas hernehmen, aber nicht jetzt unbedingt jetzt für irgendwelche Gerichte benutzen. Also auch so wie das vorige, einfach nur irgendwie was Fleisch drüber und so. Also oder Fisch auch. Lamm ist halt ideal für mit dem Salz zu machen. Einlegen, Sachen einlegen. Ja. Okay, was sagt der Pommes-Salz an? Garnitur habe ich gerade dran gedacht. Garnitur? Dekoration? Was? Um was herzuschmücken? Nein, finden wir, dass so auf dem Teller liegt, sieht aus. Wenn ihr die Altglascontainer, wenn die geleert werden und weggeräumt, da bleibt immer so eine Spur auf dem Boden übrig von den ganzen Splittern. Erinnert mich ein bisschen daran, aber ja, nehmen wir das mal kurz hier auf. Also man sieht, dass es was anderes ist. Es glänzt richtig so. Es sieht wirklich aus wie Glasscherben irgendwie. Geschmacklich salzig halt einfach, also ich glaube ja, ist davor besser gefallen, das war irgendwie ein bisschen weicher und angenehmer vom Salzigen, weil das wirkt schon wieder dann sehr kräftig im Abgang. Für mich ist das wieder so gleich wuchtig, richtig wuchtig halt. Aber ansonsten vom Berg, vom Himalaya. Sieht gut aus, fürs Etikett gibt es die 1, für die Farbe und die Note. So, was sagt der Koch? Ja Mann, also wie gesagt, lassen wir mal die ganzen Ansehnlichkeiten mal beiseite. Könnte ich mich stundenlang drüber unterhalten. Ja. Glasscherbenoptik auf jeden Fall. Das Salz kenne ich, das habe ich auf der Arbeit. Und wir verwenden das manchmal, tun wir das dann in unseren Kutter rein und unsere Mulinex in unseren, das ist das Ding, Pagochat. Und dann nehmen wir das teilweise her und tun das, wenn wir zum Beispiel oben Kitchen haben und dann für die Gäste Fleisch abschneiden vom Ganzen, also wir haben ein ganzes Roastbeef, tun das dann rosa Garn, schneiden da drei, vier Scheiben ab, punktieren das auf, dann tun wir das ab und zu ein bisschen rüber mit Steakpfeffer. Auch ich hab das auch schon für wenn ich selber gemachten Leberkäse mache, ja, dann nehme ich das auch her. Echt? Ja. Das ist geil. Weil da merkst du... Fürs Brät halt. Ja, und da merkst du, wie fluffig das danach wird und richtig schön... Geile Konsistenz und alles hat. Da kommt noch Spur Pökelsalz mit rein, oder? Ja, okay. Also, es ist ein sehr hochwertiges Produkt in meinen Augen und für ein gutes Stück Fleisch, wie gesagt, wenn man sich selber mal eine Freude machen will, ein schönes Steak brät. Ja, aber auch nicht für Alltag hernehmen. Dafür ist es zu schade. Das ist was Besonderes auch. Und zu einem richtig geilen, saftigen Stück Fleisch, das als ein bisschen drauf. Träufeln, ja. Ganz gut. Dann oben vielleicht noch so ein Thymianzweig noch drüber legen und. Ja. Zu wild, ja. Ja. Also wild vor allem, ja, klar, ja. Sicher, wild. Ja. Reh, Hirsch, Wildschwein. Wildschwein, ja. Geile Nummer.
passt. Oder in der Hochzeitsnacht der, genau. der Braut einfach aufs Kissen drauf geschäufelt, genau. geträufelt, das ist für besondere Anlässe einfach genau. so. Schatz, ich liebe dich, ja. genau, und dann schön vernaschen. Geile Nummer auf jeden Fall. Okay, jetzt kommen wir zu Fleur de Sel. Das hier ist das teuerste Meersalz, das es tatsächlich gibt, ist aus Portugal. Und das hier ist was ganz Besonderes, deswegen habe ich das auch noch in dieser Verpackung hier. Und da darf Ramses jetzt mal aufmachen und mal für uns alle mal was drauf machen. Ja, solche Verpackungen kennen wir öfters hier, wenn man Leute sieht, immer klug, klug. Also ist da vielleicht ein Proportionierlevel dabei? Sonst fliegt dir doch das ganze Teil raus. Du darfst das mal jetzt aufmachen. Das ist hier mit Verschluss. Ah, Beutel Reis. Hier, guck dir das an. Ah, ja. Das. Ui, sieht aus wie Reis, Uncle Benz und so. Ja, Onkel Bums. Komm mal rein, vielleicht geht's auch. Ja, vielleicht geht's auch. Oh mein Gott, das ist wohl, wie soll ich das hier machen? Komm, ein bisschen drauf, klatscht hinten auf den Bobs. Genau. Eigentlich reicht das schon, aber das ist ja der letzte Test. Ja. Das ist doch das typische Nussrettsalz, ne? Ja. Sicher, dass sie dir Salz angedreht haben? Ich schwöre. Das sieht gefährlich aus. Wir hauen da jetzt noch mal ein bisschen Chili-Salz auch noch drauf. Ja, mit der Füllung der Chili-Salz, ja. Ja, okay. Selbstgemacht oder gekauft? Nee. Aber der Beutel ist gezogenwertig. Der ist auch innen komplett hier mit Alu, ne? Dass da auch lichtdicht, dass da kein Licht rankommt. Das ist wirklich so. Verschlossen ist mit frischem Siegel oben, dass was wieder zusammengeht. So. Das kannst du ja echt in der Hand zerdrücken, das Zeug. Das ist richtig gut. Ja. Dann fange ich mal wieder an. Das Spezial. Die Krönung vom Ganzen. Das ist gut. Du brauchst ja nicht mehr Mühle für das Zeug. Das ist richtig nass. Ja, da knallt das Salz rein, du. Richtig nice, also. Das ist richtig kräftig. Scharf oder was? Das ist richtig kräftig, also. Das hast du vorher schon richtig nice. Deiner. Richtig nice. Das ist auch wieder genau meins. Ich mag es schön salzig. Gucken, was der Koch dazu sagt. Naja, von der Ding auch wieder. Von den Kristallen her, das ist sehr gut. Ja. Das ist wirklich sehr gut. Und merkt man auch, dass in den Fingern das zerdrückt. Ja, du musst halt, ne? Ja, klar. Geschmacklich super, kann man nichts sagen. Ja, sehr, sehr gut. Ist alles gut. Würde ich mir sogar auch kaufen, also. Ja, musst du auch nach Portugal fahren, ne? Gleich einen ganzen Sack, ganzen Koffer rum. Genau, richtig, ja. Also das schmuggeln sie da. Das wirkt ja eigentlich jetzt am hochwertigsten, wenn ich mir diese fette Tüte angucke, wo wirklich, ja, keine Ahnung, das kannst du so einfach per Post verschicken, einfach zack drauf und dann kommt es so an. Deswegen bin ich mal gespannt. Das Himalaya-Salz war auch in so einer Tüte, muss man dazu sagen. Ach so, ja. Ha, das ist jetzt, ne? Denkt man hier. Na, das glaube ich dir nicht ganz. Aber so eine Tüte? Glaube ich denn, ja? Wo ist denn die Tüte? Ich schläge jetzt einfach an. Ja, Foto zeigen. So, ja, was sagst du dazu? Erinnert mich von der Konsistenz irgendwie ein bisschen an das zweite, was wir hatten, was auch so ein bisschen zum Wegknuspern war. Und ansonsten schmeckt es halt nach Salz, wie wenn man es auf eine Pommes macht. Ich sag's dir. Okay. Ja? Ich habe jetzt schon so viel Salz, ich gar nicht, aber ja, es ist ein gutes Salz, ja. Ich glaube, das ist eigentlich das Beste von allen. Weil das ist Geschmackssache. Das ist, aber das ist extra so jetzt, wie es ist, das ist eigentlich das Beste. Also wenn man es salzig mag. So, wenn ich mir jetzt aussuche, welche Tüte ich mitnehme, würde ich diese. Was gerade? Ja, jetzt. Mach mich schöner, da. Ja. Hammer und renne mit. In die hohle Birne. Sagt der Ding immer, der Klaus. Also. Ich weiß vor allem, dass es der Nusret oft verwendet in seinen Shows und in seiner Darstellung, wenn er Fleisch aufschneidet und dann diesen hier macht. Kann ich leider nicht, aber die Show ist mir zu krass. Ist zu krass manchmal anzusehen. Auf jeden Fall, ja, es ist ein sauhochwertiges Salz.
Das schmeckt gut. Das liegt im Rachen nicht so, ist nicht so schlimm, ist wie gesagt das vorherigere Salz. Geht gut runter. Ich finde auch, es hat eine leicht irgendwie, ich weiß nicht, ob ich mir das einbilde, aber es hat auch irgendwie so eine nussige Note, so ganz minimal. Ja. Also eine ganz leichte nussige Note irgendwie auch. Und ja, traumhaft. Also ja. Zum raffengeilen Steak, ja. zu irgendwas Hochwertigen, meinetwegen zu Sushi oder wie auch immer, Sashimi. Tomahawk. Ja! Tomahawk, T-Bone, das ist ja alles. Das Moment zu Fisch, dann Sashimi oder irgendwas. Ja, hammergeil, also top, jeder Cent wert. Jeder Cent wert. Ja. Das ist das beste Salz, also was ich von allen, das ist eh das Beste, auch weil ich das schon kannte, aber auch vom, auch jetzt nochmal so gesagt, auch vom Tasting her, Hammer. Also. Du würdest es empfehlen. Ja, also wenn ihr richtig geiles Essen, wenn ihr selbst Köche seid oder hobbymäßig das betreibt oder wie auch immer oder einfach Bock habt, mal vielleicht euch selbst beizubringen, selbst anzueignen, weil für einen selber kochen ist eigentlich mit das Schönste, was es gibt, so wenn man sein eigenes Essen dann macht, so für sich selber etwas tut, so, also ja, geil. So. Empfehlenswert. Welches fandest du das Beste? Ich frage mich gerade immer noch, welches das Streusalz war, was du draußen auf die Treppe machst im Winter. Aber wahrscheinlich das Erste, weil das ist ja das Intensivste, was so hardcore ist, so brutal, so aggressiv, dass alles wegschmilzt. Das ist Feuerwerk, nein, ey. Ja. Also ich habe es ja vorhin zwischendurch schon gesagt, natürlich, also das in dem Gläschen hier, das fand ich richtig toll. Ja, und der letzte Beutel, den wir jetzt hatten, also das fand ich als die zwei Besten. Okay, und was sagt der Hannes? Ja, da gebe ich dem Ramon recht. Das sind die beiden hier. Das hier und auch immer das hier. Das sind die hochwertigsten, finde ich jetzt persönlich. Und auch die, wo man wirklich auch sehr gut auch zum Kochen hernehmen kann. Der Rest ist jetzt nicht so, würde ich nicht sagen, aber die beiden sind schon top. Ja. Ja. Schön gesagt, Hannes. Gut, dazu gibt es eigentlich nur noch eine Sache zu ergänzen. Ich finde das hier, dieses in der Mitte, wo ich auch da auf dem Schiff dabei hatte, auf jeden Fall sehr gut. Auch als zweite, dritte Wahl auf jeden Fall die zwei zu empfehlen davor. Und das ist halt wirklich ein Salz, das kannst du dir eigentlich pur reinhauen. Das andere ist, wenn man so spezielle Anlässe hat und mal was richtig Geiles zubereiten will. Also das ist meine Meinung dazu. So, das war jetzt der große Salztest vom ISWO. Gönnt euch Salz auf die... Genau, hier ein schönes Sprichwort noch zum Schluss von einem guten Kollege. Hey, willst du auch ein paar Pommes zu deinem Salz? Das war ISWO, der dicke Salzboss. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace out, forward, euer Salzboss. Und immer salzig bleiben. So, jetzt wollte der Hannes noch sein Spezial Chili-Salz noch als grünen Abschluss mal auf den Teller hauen. Und dann nehme ich noch auch noch einen Schlotzer. Also. Wenn du meinst. Warte, wir müssen noch kurz ausschlotzen. Ja, dann schlotze mal aus hier. So. Hau rein. Ja, ein bisschen weniger als aufgefangen. Naja, was soll das denn? Mir brennt's gut. Hey, bei dem ist ganz viel weiß und rot da. Hier sieht immer nur alles rot aus. Ja, jetzt sieht am schönsten aus. Ja. Ey, das lasse ich so, ne? Das sieht sehr harmonisch aus. Ja. Von der Farbgebung. Okay, ich als Nicht-Scharfer sage, aber ich probiere das jetzt auch mal kurz. So. Das sieht ungefähr dann so aus, dieses Chili-Salz hier. Das Salz ist mild. Ja, das ist mildes Salz, sagen wir mal, wenn man es im Vergleich zu diesem hier oder die anderen, das ist ziemlich mildes Salz. Und jetzt im Nachhinein schmeckt man den Chili, was halt jetzt etwas, nicht so meins. Aber es geht noch, es brennt jetzt dir nicht die Fresse weg. Ja, wie gesagt, das harmoniert halt mit der Schärfe einfach das Salz und das ist einfach, du kannst es auch für alles hernehmen. Wenn jemand scharf essen möchte, ist es eigentlich ideal dafür. Ja. Aber vom Salz her ist es jetzt nicht so salzig wie die anderen. Nee, ja, das ist halt auch kein hochwertiges Salz, was da drin ist, aber im Vergleich zu den anderen, aber es ist einfach, das harmoniert einfach. Das Salz und das Chili einfach. Und jetzt der Chili-Experte. Ja, ich bin ja eigentlich immer dafür, dass man es trennt. Also wenn ich scharf essen will, dann mache ich mir es scharf. Und wenn ich salzig essen will, mache ich mir salzig. Habe auch noch nie verstanden, wieso man Salz und Pfeffer dran macht. Weil man macht ja Pfeffer dran, um das Salz, dass es nicht mehr so knallt. Und dann macht man, wenn man zu viel Pfeffer hat, wieder Salz. Das ist Pfeffer nicht so. Also
Kann man sie auch weglassen. Ist aber nicht so, ich weiß, ist ja anders, deswegen gucken wir mal. Ja, wirkt halt billig ein bisschen. Dieses Pulver ist halt total pappig irgendwie. Aber brennt im Nachhinein noch ein bisschen. Das Salz ist ein bisschen da, aber das Salz ist halt jetzt nicht das Präsenteste. Und erstmal ist die Pappe präsent und ansonsten hast du halt eine Mischung aus salzig und scharf im Abgang. Aber vom Salz ist auch nicht so wie die anderen Salze. Nee. Nö. Das kannst du mit deinen nicht ja, erreichen. Das war doch nur, wenn es um Salz geht, verstehst du? So, was sagst du dazu? Ja, Mann. Das kannst du nicht mehr vergleichen mit dem. Das ist. Ja, das Salz. Auf jeden Fall das erste Geschmackskomponente leicht vorne. Aber die Schärfe übertüncht das dann so gleich sofort. Ja, ich schätze mal, dass es schon so mittelklassig ist. Also es ist nicht das Hochwertigste, aber auch nicht das Billigste. Nee. Es ist so ein Mittelmaß. Ja, kann man auf jeden Fall zum Würzen nehmen. Wenn man ein Nudelgericht machen will, oder vielleicht irgendwie Chicken. Ein Chili auch. Ja, Chili con Carne oder so. Kann man gut hernehmen auf jeden Fall. Ja, passt. So, das war der Schluss. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Psch, bis denn. Bumm. Also, ja. Pios, Bier, Bierwurst, Vordurst, euer Ramses.